Mützelfeldwerft in Cuxhaven. Nach dem Kompensieren und einer eintägigen Probefahrt in die Nordsee steht für den neu gebauten Hochseeschlepper Centaurus die erste größere Reise nach Norwegen unmittelbar bevor. Werden wir unsere Reise nach Norwegen antreten. Also wer nicht mitfahren möchte und dir nichts zu suchen hat, bitte an Land. Danke. Der Ankerziehschlepper Centaurus ist der 7. einer Serie und der 2. von 4 Neubauten, die 2009 auf dieser Traditionswerft fertiggestellt werden. Aus 820 Tonnen Stahl und 40 Kilometer Kabel ist in rund 150.000 Arbeitsstunden ein kompaktes, schwimmendes Kraftpaket entstanden. Klar vorne und achtern. Die 49 Meter lange und 14 Meter breite Centaurus legt am Kai bei der Mützelfeldwerft ab. Die Cuxhavener Werft wurde 1895 von Franz Mützelfeld gegründet und baute vor allem kleinere Schiffe wie Schlepper, Fischereifahrzeuge und Kümos. So einen Großauftrag wie von der Reederei Harms-Bergung bekommt eine Werft nicht alle Jahre. Mit der Gesamtabwicklung des Projektes, das heißt Design, Planung, Einkauf der Komponenten und der Bau der Schlepper, wurde ein Konsortium aus MAN Ferrostal in Essen der Mützelfeldwerft in Cuxhaven beauftragt. In diesem Konsortium übernahm MAN Ferrostal im Rahmen des Projektmanagements die Materialbeschaffung inklusive Entwurf und Konstruktion und die Mützelfeldwerft mit dem Bau der Schlepper. Der Neubau nimmt nördlichen Kurs zu dem 370 Seemeilen entfernten Ziel bei Stavanger. Das Schiff wird, quer durch die Nordsee, 26 Stunden unterwegs sein. Herzstück ist der Maschinenraum, wo zwei leistungsstarke Motoren mit je 2970 kW die Propeller auf Umdrehung bringen. Bei der viertägigen Testfahrt nach Norwegen wurde für die Führung, Instandhaltung und Wartung des Schiffes eine 18-köpfige Mannschaft von der Mützelfeldwerft, der Firma Harms-Bergung, der Seefahrtschule in Cuxhaven und dem Nautischen Büro Bremen zusammengestellt. Moderne Stromgeneratoren sind im Maschinenraum übersichtlich aufgestellt. Leistungsstarke Pumpen können im Ernstfall die Löschkanonen auf dem Dach des Windenleitstandes oder die vielen Anschlüsse an Oberdeck mit Meerwasser versorgen. Der Bergungsschlepper Centaurus ist ein relativ schnelles Fahrzeug. Trotz des wulstigen Stevens erreicht das Schiff über 15 Knoten. Wie aus dem Ei gepellt, glänzt der Neubau über und unter Deck. Schnell hat sich die zusammengewürfelte Besatzung an den Tagesrhythmus auf See gewöhnt. Nach einer ruhigen Überfahrt erreichte der Hochsee- und Bergungsschlepper Centaurus die norwegische Hafenstadt Stavanger. In einer zentralen Lage der Stadt hat am späten Abend, richtig dunkel wird es hier im Juni nicht, der Harms-Schlepper am Kai festgemacht und wird hier über die Nacht liegen bleiben. Auf der anderen Seite vom Liegeplatz entfernt
liegt das bekannte norwegische Ölmuseum. Es zeigt vor allen Dingen die rasante Entwicklung des Offshore-Geschäfts, welches Norwegen mit den Erdölvorkommen vor der Küste zu beträchtlichem Wohlstand führte. Am nächsten Morgen werden die ersten Vorbereitungen für den bevorstehenden Pfahlzug getroffen. Mittlerweile sind weitere Spezialisten, 9 an der Zahl, in Stavanger eingetroffen und machen bei der Testfahrt mit. Der Schlepper hat den Stavanger abgelegt und fährt zu einem nahegelegenen Fjord. Dicke Schlepptrosse mit 72 mm Durchmesser wird auf dem Arbeitsdeck bereitgelegt. Zunächst macht der Hochseeumbergungsschlepper Centaurus an der Pier fest, wo sich der Pfahl oder besser gesagt der Poller befindet, wo man gleich die an Deck liegende Schlepptrosse anschäkelt. Pfahlzug ist ein Maß zur Bestimmung der Zugkraft von Schleppern und wird in Tonnen gemessen. Zur Messung wird eine Zugwaage zwischen Poller und der Schlepptrosse angebracht. Mit diesem Messgerät werden die Daten telemetrisch übertragen. Der Pfahlzugtest kann beginnen. Der an Deck liegende Schäkel mit der daran liegenden Stahltrosse wird mit einem mobilen Kran an Land geholt. Drüben wird das Schleppgeschirr mit dem Vorlauf, wo sich auch die Zugwaage befindet, miteinander verbunden und gesichert. Nun wird die Schleppwinde so weit wie möglich abgetrommelt und anschließend verriegelt. Das Gewässer hier im geschützten und tiefen Fjord Norwegens ist für diesen Test besonders gut geeignet. Seegang, Wind, Strömung und die Wassertiefe beeinflussen die Stärke des Pfahlzugs. Die Bremsen der Winde müssen jetzt halten, wenn der Schlepper den Antrieb mit voller Leistung laufen lässt. Ja, hier ist Maschine. Der Neubau Centaurus muss mindestens 100 Tonnen Zugkraft für die Klassifizierung erreichen. Langsam kommt das auf der Mützelfeldwerft gebaute Kraftpaket in Schwung. Die stellen jetzt ihre 100% ein. Um die optimale Höchstleistung beim Pfahlzugtest zu erreichen, müssen die beiden Maschinen mit Welle, die Getriebe und die Propeller optimal aufeinander abgestimmt sein. Pfahlzugtest wird durchgeführt, indem der Schlepper in der Regel nacheinander mit 3 unterschiedlichen Leistungsstufen, also 80%, 100% und mit Überlast von 110% eindampft. Ich gesagt habe, wir wollen jetzt 3 Minuten, dann machen wir uns davon eine aussuchen. Das ist ein bisschen falsch, aber das ist die beste jetzt. Also,
Ja, das sieht auch gut aus. Ja, 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 das sieht nicht wieder. Ich würde es damit belassen. Wir haben super Wert. Ja, okay, wir reduzieren. Mit einer Maschine brachte es der Schlepper immerhin bei einer Leistung von 100% auf 41 Tonnen beim Ziehen. Ja, Piano, hallo. Ich brauche einmal Herrn Meier oder Herrn Albrecht. Nee, ich brauche jetzt einen von den beiden oder Herrn Hinneberg. Von Herrn Biernot werden die erfreulichen Testergebnisse gleich zum Hamburger Harms Büro weitergegeben. Ich rufe aus Norwegen an. Ja. Ja. Bei 100% 104 Tonnen. Bei 110% 108 Tonnen. Und mit einer Maschine 100% 41 Tonnen. Erst rein. Ne? Das war's, meine Lieben. Okay, danke. Ja, tschüss. Die Schleppereigenschaften wurden mit Bravour unter Beweis gestellt. Mit 108 Tonnen Fahrzug kann der germanische Lloyd dem Neubau Centaurus ein wichtiges Zertifikat ausstellen. Bevor man die Schlepptrosse auftrommelt, wird der Beihohler bis zur Hälfte gekürzt, um danach ein sauberes Aufwickeln des 72 mm Drahtes zu garantieren. Langsam hieft sich das Schiff zum Ausgangspunkt heran. Dabei beobachten drei Spezialisten mit großer Aufmerksamkeit, ob die Winde den Anforderungen ohne Probleme gewachsen ist. Geschafft. Die Schlepptrosse wird an Land abmontiert und dann mit dem Kranwagen zurück auf das Arbeitsdeck geführt. In Windeseile wird das Arbeitsdeck von fleißigen Händen aufgeklärt und die zuvor benötigten Teile fachgerecht verstaut. Nachdem man auch das Bugstrahlruder getestet hat, lief Centaurus gegen Mitternacht noch einmal nach Stavanger zurück, dort die Lotsen auszutauschen. So, you already were waiting in the restaurant over there? No. Heimreise nach Cuxhaven. Mit den modernsten Navigationsgeräten ausgestattet, findet das Schiff den Weg durch das Labyrinth der Bognafjorden zurück in die offene See. Auf der Steuerbordseite hatte man soeben einen blasenden Pottwal gesichtet.
Bei Windstärke 6 bis 7, in Böen auch 8, dampft der Schlepperneubau bei achterlichem Wind behutsam durch die Nordsee. Das Schiff passiert die Nordseeinsel Helgoland und machte in der Nacht vom 12. zum 13. Juni am Schwimmdock bei der Mützelfeldwerft fest. Einen Tag später, also am Sonntag, dem 14. Juni 2009, wurde der 1262 Bruttoregistertonnen vermessene Ankerziehschlepper Centaurus für die Schiffstaufe geschmückt und der Schwimmdock für die Feierlichkeiten ausgerichtet. Taufpatin ist Frau Birgit Vogländer aus Hamburg. Der erste Festredner ist Joachim Ludwig, Vorstandsmitglied bei MAN Ferrostahl. Eine weitere Ansprache hielt der Mützelfeld-Geschäftsführer Dr. Stefan Pinsch. Turbulenzen waren doch zu meistern, sei es die aufwendige Koordination der eigenen Arbeiten mit denen der Subunternehmer, die zeitnahe Fertigstellung aller wichtigen Komponenten und so weiter. Und schließlich der Reeder Michael Albrecht, dem es überhaupt zu verdanken ist, dass die Firma unter dem Namen Harmsbergung weiterhin existiert. Nachdem das Typhoon mit dreimal lang verstummte, konnten die Gäste das Schiff besichtigen. Besuchermagnet war die Brücke mit den vielen neuen technischen Ausstattungen. Beeindruckt ist auch der alte Harms-Chef Erich Brugi und der neue Harms-Chef Michael Albrecht von dem Neubau mit dem Rufzeichen Delta Foxtrot Juliet Charlie. Der Rundgang führte weiter in den Maschinenraum, wo fast 6000 Kilowatt erzeugt werden können. Bei den zukünftigen Einsätzen wird Centaurus mit 12 Mann Besatzung fahren. Die Räumlichkeiten wie Sanitäranlagen, Kammermesse und Kombüse können mit dem allgemeinen Fortschritt bei der christlichen Seefahrt mithalten. Das Unternehmen Harmsbergung hat eine große Tradition. Die Geschichte geht auf einen 1851 gegründeten Taucherbetrieb zurück, wurde 1951 durch Ulrich Harms übernommen und firmiert seit 1962 unter den Firmennamen Harmsbergung. Von 1971 bis 2001 gehörte das Unternehmen zur niederländischen Smitta-Gruppe und wurde dann an die heutigen Gesellschafter Klaus-Dieter Meyer und Michael Albrecht verkauft.
Die Bergungsfirma hatte sich früher auf das Heben und Räumen von Schiffen spezialisiert. Mit den Magnuskränen waren die Berger von Harms weltweit unterwegs. Nur alleine über dem Bock konnte der Magnuskran einzelne Schiffsteile von bis zu 400 Tonnen aus dem Wasser heben. Mit der Decksteile, wie hier beim Heben des Fischdampfers Mar del Plata, konnten sogar 800 Tonnen gehoben werden. Durch die gute geleistete Bergungsarbeit hatte sich Harms mehr und mehr einen Namen gemacht. Auch mit dem Bergungsschiff Taurus hatte man in den erfolgreichen Jahren spektakuläre Einsätze. Suche nach dem Schatzschiff Vakama vor Rio de Janeiro oder die sensationelle Bergung des damals geheimsten Flugzeuges der Welt vor Schottland. Nach dem Rückblick zurück in die Neuzeit. Die Strukturen haben sich geändert. Heute ist das Unternehmen Harms Bergung Transport Heavy Lift GmbH eine auf Hochseeversorgung, Bergung und Schleppbetrieb spezialisierte Reederei aus Hamburg. Aus dem Konsortium MAN Ferrostal und der Mützefeldwerft wurde hier in Cuxhaven der größte Teil der Harms-Flotte aus der Taufe gehoben. Auf der Mützelfeldwerft wird weitergebaut. Es entstehen Schlepperneubauten mit 280 Tonnen Fahrzug. Mit dieser enormen Kraft hat die Reederei Harms Bergung bei den deutschen Schleppern die Nase vorn. Der Neubau 259 ist betriebsbereit und kann an den Start gehen. Irgendwo im Nordatlantik soll Centaurus bei den Bohrinseln als Ankerziehschlepper oder einfach nur als Versorger und zum Schutz eingesetzt werden. Im Extremfall können auch Eisberge eingefangen und bewegt werden, wenn sie zu dicht auf die festliegenden Bohrinseln treiben. Bei künftigen Einsätzen über viele Jahre wird sich die Qualität deutscher Wertarbeit von der Mützelfeldwerft bezahlt machen.